Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Channel von Delta Mike Heavy. Heute geht es tatsächlich darum, diesen Flieger für das neue Jahr mal wieder fit zu machen und mal so ein paar Landungen zu machen, so zwei, drei Stück. Mal gucken, wie das so klappt. Da schaue ich immer so ein bisschen, ob mir an dem Flieger irgendwas auffällt, ob irgendwas komisch ist. Und ich schaue natürlich auch, wie sehr ich im Training bin. Deswegen musste ich dieses schöne Wetter, diese kleine Periode ganz schnell ausnutzen. Und ja, wir machen uns jetzt gleich auch direkt auf den Weg zur Piste 04, glaube ich. Wir haben schon eine Zylinderkopftemperatur von 60 Grad hier anliegen. Öl kommt auch so langsam. Öldruck sieht super aus. Funk ist eingestellt. Der Transponder ist am Laufen. Das iPad lädt. Das sollte soweit funktionieren. Mal schauen, was uns hier in Oerlinghausen so erwartet. Delta Mike Whisky Oscar India rollt auf die Piste 04 und startet. Der Wind auf 130 mit 7. 130 mit 7, das klingt auch ganz gut. Wie immer nutzen wir die Piste natürlich so vollständig wie möglich. Und auf geht das, Leute. Knüppel leicht nach rechts. Wir haben hier ganz freshen Gegenwind, 190 km/h indicated Airspeed und wir haben eine Groundspeed von 165 km/h. Da ist natürlich ein bisschen was los, deswegen kommt man hier auch gefühlt ungefähr gar nicht vorwärts. Bisschen nervig. So, gehen wir hier nochmal links rum. Dann haben wir hier schon die Autobahn unter uns. Da hinten auf der linken Seite ist der Flugplatz Oerlinghausen, den wir jetzt gleich anfliegen werden. Dann machen wir jetzt gleich erstmal die erste Landung, mal schauen, wie die so hinhaut und vielleicht versuchen wir das gleich nochmal mit ein paar anderen Klappstellung, wer weiß, vielleicht mal Full Flaps oder so. Queranflug 04, ich sehe ihn nicht. Aber er ist weit voraus. Er sendet nichts, der gute Mann. Schade. Dass die alle immer noch nicht senden, ey. Warum senden die nicht? Sendet doch mal ADS-B, das ist so günstig, Mann. Schaut euch bitte meine Videos an dazu. Ich verlinke es euch nochmal hier oben, damit ihr euch sowas baut. Das ist echt wichtig. Ich sehe den nämlich immer noch nicht. Wichtig ist, dass aus dem Querabflug auf jeden Fall nichts kommt. Das heißt, wir können hier relativ ungestört jetzt in den Gegenanflug Piste 04 einfliegen. Delta Oscar India dreht zentral in den Gegenanflug Piste 04. So, wieder ein bisschen Gas reinschieben. 1600 Fuß wollen wir natürlich halten. Ah, jetzt sehe ich den Kollegen. Aha. Mein Gott, das Ding sieht aus wie ein dünnes Brett. Ist das eine Zaunbowle, womit die fliegen, oder was? Delta Oscar India dreht den Queranflug Piste 04. Anflug Piste 04, das heißt, wir konfigurieren unser Flugzeug weiter. Benzinpumpe an, wir gehen so ein bisschen mit der Drehzahl raus, sodass wir locker ins Sinken kommen, so hier bei 400, 500 Fuß. Trimm das so ein ganz bisschen nach, das geht auf jeden Fall gut nach unten. Wir haben auch noch ziemlich gut Gegenwind, also 160 km/h Indicated Airspeed, 115 km/h Ground Speed. Also der Wind kommt doch ganz gut von der Seite, muss man sagen. Ziehen wir noch ein bisschen Gas raus und dann würden wir auch noch die Geschwindigkeit verringern gleichzeitig. Das machen wir, indem wir die Nase heben. Leicht über den Horizont und unter 120 km/h können wir dann unsere Flaps auf die Stufe 1 setzen, ganz locker. Und dann müssen wir natürlich wieder ein bisschen nachtrimmen. Wir drehen etwas später ein, weil der Wind relativ stark ist. Das heißt, wir haben eine Kurve über Grund, die relativ eng ist. Delta Oscar India dreht den Endanflug Piste 04. Da sieht man, dass die Kurve über Grund recht eng war. Also wir werden ja jetzt schon komplett abgetrieben. Aber wir können das jetzt schön wieder ausgleichen, indem wir so leicht diagonal anfliegen und die Piste natürlich so ein bisschen schräg anvisieren müssen. Also wir fliegen jetzt hier einfach so quasi in so einer Art Crabbing an. Ja, Wind weht hier oben auf jeden Fall noch ziemlich kräftig. Bin mal gleich gespannt, wie es unten ist. Wir werden dann gleich wahrscheinlich hier auch noch von rechts so ein Mini-Lee abbekommen. Rechte Fläche ein bisschen reinhängen. Leichtes Ding, linke Seitenruder geben, nur ganz leicht. So, dann fangen wir das Ding so langsam ab und landen nur mit dem rechten Rad und jetzt das linke und halten das Bugrad oben und geben wieder Vollgas für eine weitere Runde. Rechte Seitenruder, ein bisschen Fläche. Fertig. Delta Oscar India dreht den Querflug Piste 04. Da sind wir im Querflug.
Das heißt, wir können wieder die Benzinpumpe einschalten. Wir nehmen langsam so ein bisschen Gas raus, um zu sinken. Wir nehmen das Gas nicht raus, um langsamer zu werden, sondern wir nehmen das Gas raus, um zu sinken. Man merkt auch, wenn man das Gas rauszieht, dann senkt sich sofort die Nase. Da vorne an der Kurve ist es immer ganz gut, wenn man dann noch so seine 500 Fuß hat. Dann verlangsamen wir auch gleichzeitig wieder, indem wir die Nase wieder hoch über den Horizont ziehen und die Flaps setzen. So, und dann drehen wir sogar noch etwas später ein diesmal. Eben haben wir es ja gemerkt. Delta Oscar India dreht in den Flug des 04. Jetzt sind wir ein bisschen überschossen, aber der Seitenwind wird regeln. Das steht fest. Ein bisschen nachtrimmen. Dann haben wir die auf 500 Fuß sinken getrimmt. Dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ihr seht, man macht nichts. Durch den Windfahreneffekt dreht sich der Flieger ganz von allein in den Wind hinein. Da hatte ich mal eine sehr, sehr schwere Diskussion auf Facebook. Da war jemand der Meinung, dass man dafür etwas zutun muss, aber muss man nicht. Wenn der Wind von der Seite kommt, dann dreht sich das Flugzeug da rein. Das ist einfach der Windfahreneffekt. Und da muss man nichts für tun. So, man sieht, dass wir relativ hoch reinkommen. Muss man gerade checken hier. Wir haben 105 km/h circa anliegen und 93 ist die Ground Speed. Darf man nicht zu schnell werden. Das ist das Wichtigste. Aber so wird das auf jeden Fall nichts. Das heißt, wir slippen mal so ein bisschen runter. Das machen wir natürlich gegen den Wind, also die Fläche nach rechts in den Wind hinein. Und wir halten mit dem linken Seiten oder schön dagegen, bis wir hier unten runtergeslippt sind. Und dann fangen wir das Ding auch schon direkt ab über der Piste. So, das war jetzt natürlich eine komplett verkorkste Landung. Und wieder nur rechtes Rad. So, dann kommt das linke Rad dazu. Hubrad halten wir oben. Und es geht weiter. Einmal ein bisschen flacher werden, damit wir Schnellgeschwindigkeit aufbauen. Und dann geht es auch wieder nach oben. Da haben wir zu wenig gemacht. Das heißt, ich habe zu lange gewartet und dachte ehrlich gesagt, dass wir da noch passend runterkommen. Aber nachher hat sich dann der Endanflug doch sofern verlängert, dass es nicht geklappt hat. Das ist natürlich blöd, aber man kann sowas, wenn man so ein bisschen Erfahrung hat, natürlich irgendwie wieder hinbiegen. Aber die Landung sollte sicherlich kein Vorbild sein. Also das war jetzt eher so hingeknüppelt. Ne? Also nicht nachmachen, dann einfach go around. Es sei denn, ihr verfügt über sehr viel Erfahrung. Insbesondere, wenn ihr jetzt im Winter eine lange Pause hattet, dann müsst ihr natürlich auch darauf achten, dass ihr da konsequent entscheidet. Halt, ne? Also keine Spirenzien macht und immer eine klare Entscheidung trifft für, in diesem Fall, den go around. Also schlechtes Beispiel von mir. Delta Oscar India dreht den Querflug des 04. So, da sind wir schon wieder im Queranflug, liebe Leute. Dann machen wir die Benzinpumpe an, wir trimmen den Vogel ein bisschen zurecht und gleiten wieder easy dahin. Setzen wir mal hier schon unsere Flaps auf die Stufe 1. Geschwindigkeit verringern und zack, Flaps Stufe 1. Der Dorfgang, ihr dreht den Endanflug bis 04. Der Wind auf 1,0 mit 5. Wind ist relativ laminar, aber kräftiger als angesagt auf jeden Fall. Vom Anflug her sieht es auf jeden Fall ganz gut aus, aber der Wind ist noch am Start. So, Abfangbogen bei Full Flaps muss immer so ein bisschen anders gemacht werden, denn da kann es auch nochmal schnell Auftrieb geben. Und das ist dann nicht so cool. So, dann Flaps rein. Schauen wir mal, ob wir den Abroller hier noch bekommen. Und dann sind wir auch schon wieder unten. So easy ist es. Okay, ja, ist doch nice. War noch ein paar schöne Landungen eigentlich. Ja gut, so geil war es nicht. Aber was willst du machen? Es ist manchmal so, ne? Also wenn du eine etwas längere Abstinenz hattest, durch, was weiß ich, schlechtes Wetter, Krankheit, keine Ahnung, es kann ja immer mal irgendwas sein. Jeder kennt es, dann ist es natürlich wichtig, dass man wieder vernünftig ins Training kommt. Dafür einen schönen, ruhigen Tag aussuchen und einfach mal ein paar Anflüge machen. Aber so ist das schon ganz in Ordnung. Freue ich mich, dass es überhaupt geklappt hat. Ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit zu den paar Platzrunden, die ich da eigentlich immer so drehe. Sollte euch das Video gefallen haben, würde ich mich natürlich tierisch über einen kleinen Daumen nach oben freuen. Wenn euch der Channel generell gefällt und dieser Content, den ich hier so für euch produziere, dann auch gerne ein Abo dalassen, würde ich mich sehr darüber freuen. In diesem Sinne, ich wünsche euch always happy landings und natürlich always three greens. Wenn ihr ein Retractable Gear habt, nur dann natürlich. Manche haben es ja, manche nicht. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, macht's gut und ciao mit V.
Das ist die Scheiße, das ist doch Kacke. Wir rollen an der Piste 04 vorbei und drehen um. Jawohl, da verabschiedet sich auch schon die Cam. Sehr geil. Moin, was geht? Ja, scheiße, du. 9, 1037. Ja, Leute, der kackt mit den Kameras, der macht nicht so Bock heute. Ach man, ey, du findest ja falsch rum hier. Hallo. Ach ey, heute ist schon wieder ein Tag, da funktioniert einfach nichts.